Wie kommt man in den Bundesrat? Das sind Freddy Meyer und Ursi Müller. Beide wollen in den Bundesrat. Wir erklären euch zwei Möglichkeiten, wie man in den Bundesrat kommen kann. Freddy macht einen kleinen Umweg über den Nationalrat. Freddy arbeitet im Büro. Als erstes sucht er sich eine Partei, welcher er beitreten kann. Es gibt viele verschiedene Parteien, wir listen aber nicht alle auf. Ja, die SVP, die SP, die BDP, die CVP, die FDP und die Grünen. Freddy tritt der SVP bei. Nun kann es losgehen. In seiner Gemeinde schlägt er sich als Mitglied für den Gemeinderat vor. Bei den Gemeinderatswahlen wird er gewählt und bleibt für ein paar Jahre im Gemeinderat. Später schlägt er sich für den Nationalrat vor und wird auch gewählt. Jetzt bleibt er im Nationalrat, bis bekannt wird, dass ein Bundesrat zurücktreten wird. Für den Bundesrat darf er sich aber nicht selber vorschlagen, das muss jemand anderes als den Nationalrat für ihn machen. Damit ihn jemand vorschlägt, muss er beweisen, dass er mit Leuten von anderen Parteien gut zusammenarbeiten kann und genügend Erfahrungen hat, um Bundesrat zu werden. Er organisiert Fernsehauftritte und Interviews, damit er bekannt wird, und organisiert Werbeplakate. Ursi ist von Beruf Sportreporterin. Sie ist schon bekannt. Sie sucht sich eine Partei aus und tritt ihr bei. Ursi ist in der BDP. Sie und ihre Partei müssen ihre Gegner überzeugen, dass Ursi das Zeug zur Bundesrätin hat. Auch für Ursi werden Fernsehauftritte organisiert und Werbeplakate gemacht. Jetzt sind beide ziemlich bekannt und auch ziemlich beliebt. Sie müssen warten, bis bekannt wird, dass ein Bundesrat zurücktreten wird. Da in den Nachrichten ist, dass ein Bundesrat per Ende des nächsten Monats zurücktreten wird. Sofort machen die beiden wieder ganz viele Werbeplakate und erzählen im Fernsehen, warum man für sich stimmen soll. Endlich kommt der Tag der Abstimmung. Wer wird wohl gewählt?